Ross Anthony, unheilbar krank, diese Erkrankung erbte er von seiner Mutter. Ross Anthony hat meist ein Lächeln auf den Lippen. Auch eine Erkrankung, mit der er seit Jahren zu kämpfen hat, vermiest ihm nicht die Stimmung. Ross Anthony, er erbte die Rheuma-Erkrankung von seiner Mutter. Ross Anthony, 50, ist gerade erst 50 Jahre alt geworden und auch wenn er nun ein halbes Jahrhundert auf dieser Welt weilt, fühlt er sich im Herzen noch jung. Mit seiner fröhlichen Art begeistert er stets die Schlagerfans. An den Ruhestand denkt er noch lange nicht. Dennoch gibt es hier und da mal ein Wehwehchen, welche der Sänger aber gekonnt weglächelt. Auch von seiner Rheuma-Erkrankung lässt er sich nicht seine gute Laune nehmen, wie er im Interview mit Das Neue erklärte. Ich habe ein paar Probleme mit den Knien, weil ich ein bisschen Rheuma habe. Das habe ich von meiner Mutter geerbt, im Winter ist es immer schlimmer als jetzt. Sonst bin ich zum Glück kerngesund. Ross weiß, dass körperliche Bewegung bei Gelenkerkrankungen wie Rheuma äußerst wichtig ist. Aus diesem Grund hat er in den letzten Monaten sein Leben umgekrempelt und viel Sport gemacht. Ein kleiner Nebeneffekt, er hat dadurch einige Kilos verloren. Dies verriet er kürzlich im Interview mit der IN. Ich habe 23 Kilo abgenommen. Ich fühle mich richtig gut. Ich trainiere wieder. Wir machen sehr viel Sport, ob das Tennis, Golf, Schwimmen, was auch immer ist. Ross Anthony, seinen 50. Geburtstag feierte er mit der Familie in England. Auch wenn Ross Anthony auf den Fitnessgeschmack gekommen ist, so wird er sich dennoch mal das eine oder andere gönnen. Wie zum Beispiel ein Stück vom Geburtstagskuchen, denn der Schlagersänger wurde am 9. Juli 2024 50 Jahre alt. Er und sein Mann Paul, der bereits im Mai 50 Jahre alt wurde, wollen ihre Geburtstage nun einen ganzen Monat lang feiern. Unter anderem veranstaltet das Ehepaar am Strand von Cornwall in England ein Barbecue-Essen mit Freunden und Familie. Eine Überraschung gibt es dabei sogar für Ross' Mutter Vivian, 81, die ihr Sohn organisiert hat. Sie wird auf einem Pferd am Strand entlang reiten. Damit erfüllt der Musiker seiner geliebten Mutter einen Herzenswunsch, wie süß. Verwendete Quellen, Das Neue. In